Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mal ohne Facecam und ja, ich wollte euch mal das Programm zeigen. Da kann man halt coole Simulationsspiele machen in Physik, Chemie, Mathematik, Geowissenschaft und ja, Biologie ist auch dabei. Wir schauen uns heute erstmal Physik an. Ist auf jeden Fall richtig cool. Ich zeige euch mal als erstes zum Beispiel mal das da hier. Kann ich euch mal zeigen. Da drückt man dann einfach auf Spielen. Dann lädt das kurz und guck, hier hat man dann diese Art Sachen. Hier kann man halt auswählen, ob man Nähe und Sauerstoff, Wasser und so weiter und so fort. Ich gehe mal auf Wasser. Hier sieht man die Temperatur. Hier kann man einmal heizen und kühlen. Ich heize das Ganze mal kurz. Dann sieht man, dass sich die Teilchen hier zum Beispiel schneller bewegen. Und das ist halt schon sehr praktisch. Hier sieht man dann nochmal, wie die Temperatur hier steigt. Und ja, wenn ich das Ganze jetzt aber alles abkühlen würde, dann ziehen sich die Teilchen einfach wieder zusammen. Jetzt bewegt sich, na, ein paar Teilchen bewegen sich noch. Aber wenn man das noch ein bisschen hält, jetzt bewegt sich kein Teilchen mehr oder ganz wenig. Auf jeden Fall kann man so das halt herausfinden. Dann kann man hier noch andere Experimente machen. Hier ist nochmal so ein ähnliches Experiment, was wir gerade gemacht haben. Hier sieht man den Druck und hier kann man das auch wieder auf Grad Celsius umstellen. Und wenn ich jetzt hergehe, ich kann hier auch den Deckel verschieben. Wenn ich jetzt hergehe und tue den Deckel zum Beispiel nach unten verschieben, dann sieht man hier schon mal, dass sich der Druck hier ein bisschen erhöht hat. Jetzt tue ich das Ganze mal abkühlen. Auf jeden Fall tue ich da mal was reinpumpen. Wenn man das Wasser da reinpumpt, bewegt sich ja das Wasser, was da reingepumpt wird. Und durch die Reibung wird es dann wieder heiß. Und umso mehr ich jetzt pumpen werde, umso höher wird auch der Druck. Und wenn man das halt ganz schön oft macht und am Ende, wenn man zu viel Druck hat, dann explodiert sogar dieses Gefäß. Deckel können wir wieder drauf machen. So, es ist auf jeden Fall explodiert. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und jetzt schaue ich noch, was es hier noch weiteres gibt. Hier kann man halt noch schöne verschiedene andere Sachen machen. Auch was hier mit diesen Sachen mit Lichtstrahlen angeht. Jetzt kann man zum Beispiel hergehen und kann man hier seine eigene Bahn erstellen. Kann zum Beispiel hier hergehen und kann den dann nehmen. Und dann fliegt er fort. Ich versuche jetzt mal einen Looping hinzukriegen. So, kann man das auf jeden Fall verbinden. So, und da noch hier hin, das da dahin. Und jetzt macht er einen Looping. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal in Zeitlupe anschauen. Machen wir die Masse ganz groß und die Reibung ganz klein. Und dann wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dass ihr kein weiteres Video mehr verpasst, beziehungsweise den nächsten Stream. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da lade ich auch öfters mal Bilder oder Kurzvideos hoch. Und dann hätte ich gesagt, haut rein, euer Actionboy, ciao, ciao. Ich bin ein Laun, mehr so Spargel als gut gebaut, mehr so blass als gebräunte Haut, habe trainiert mich aber dann verstaucht. Ich bin ein Laun, ich bin ein Lalalalauch.